Hey Leute, was geht ab? Ich freue mich, dass ihr wieder am Start seid. Heute geht es um das Thema Sound. Ich habe wieder etwas entdeckt und ich wusste schon länger, dass es gibt. Aber jetzt ist es auch endlich bei mir. Ein Teil, was euch mehr Sound in euren 330i oder 325i oder 130i, nee, da nicht, aber in die 330i Karre bringt. Und zwar ist das der nice und schöne Soundgenerator. So sieht das ganze Teil aus. Ist ein bisschen größer als das Teil, was normal beim 325i oder 330i eingebaut ist. Und zwar hört es ungefähr, ich würde mal sagen, hier, ich habe den noch nicht ausgebaut, oder hier aus, auf. Was hier an dem Ding besonders ist, und zwar, dass hier Sound aus dem Ansaugtrakt hier durch Richtung Innenraum geleitet wird. Hier ist so ein kleines, weiß nicht, ob man das hier so am besten sieht, wo mein Gesicht scharf ist, ist ein kleiner Schaumstoff drin. Den kann man komplett entfernen oder ein bisschen öffnen, aber ich zeige dir gleich noch ein bisschen besser im Detail. Und damit holt man sich noch mehr Sound in den Innenraum rein. Die ganze Nummer kostet bei BMW aktuell 190 Euro. Die Dinger sind echt teuer geworden. Also ich weiß noch, vor zweieinhalb Jahren kostet der so ein Soundgenerator 100, 110, 111 Euro. Und mittlerweile sind die echt teuer geworden. Aktuell, wie gesagt, bei Lehmann gibt es den für 190 Euro. Ich habe das Ding bei eBay Kleinanzeigen geschossen. Vielleicht der den mir verkauft hat, sieht das vielleicht irgendwann mal. Also schöne Grüße. Ja, ich habe den bei Kleinanzeigen geschossen, aber auch nicht wirklich super günstig. Ich habe jetzt gezahlt 140 Euro dafür mit Versand. Preis auf jeden Fall in Ordnung. Ich nehme euch mal ein bisschen mit auf die Reise, wie man das Ding einbaut, was soundtechnisch sich ändert. Also vorher Video, nachher Video. Und werde dann im Nachhinein noch ein bisschen was darüber erzählen, wie und wo und was sich alles genau ändert. Und ja, jetzt zeige ich einfach nur noch das Produkt in diesem Video und in einem weiteren Teil werde ich dann, in einem zweiten Teil werde ich dann den Einbau machen und im dritten Teil vielleicht Sound Only. Also halt nur den Sound, dass man so drei Teile aus diesem Video jetzt draus macht. Ansonsten, ja, freue ich mich, dass ihr am Start seid. Wir sind auch ein bisschen, oder ich bin auch ein bisschen dabei, die Community weiter zu stärken. Und ich plane gerade ein paar Gruppenaufkleber für euch zu erstellen. Ich habe da schon ein, zwei Designs in der Facebook-Gruppe dargestellt und gestartet. Der Anklang, wie das aussieht, fand ich echt cool. Also einige Leute wollten Wandtattoos haben, also Bilder, Wandtattoos, haben sich einige angemeldet. Mal sehen, wie das Ganze weitergeht. Die Ursprungsidee ist erstmal Aufkleber, aber mal gucken, was sich da noch alles weiterentwickelt. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufen, wie das Ganze weitergeht und werde euch, sobald das alles fertig ist, auf jeden Fall informieren. Also, das war es soweit von meiner Seite. Der erste Teil, die Vorstellung vom Soundgenerator aus dem 130i. Macht auf jeden Fall Sinn zu verwenden in allen 330i's, 325i's. Ich weiß nicht, wie es mit dem 630i so aussieht oder mit dem 530i. Oder sogar Z4, aber die Z4 haben einen anderen Soundgenerator, der sogar durch die Spritzwand oder zur Spritzwand direkt hingeht. Und die 130i's brauchen es nicht, weil aus dem Ding ist das ja. Aber wenn ihr ein 325i habt, ist es auf jeden Fall auch interessant für euch so ein Ding zu kaufen. Ist auf jeden Fall gar nicht so klein, also wenn ihr das so seht. So, ja, ich bin gespannt, wann ich das Ganze einbaue. Ich versuche es vielleicht sogar noch heute zu machen. Das wäre natürlich geil. Noch ist hell. Und ja, ich versuche das irgendwie mal zu filmen und mitzunehmen, weil mein Motor könnte noch heiß waren. Da ist natürlich nicht so cool, jetzt rumzufummeln. Also, halt die Ohren steif. Fahrt vorsichtig und bis bald, Leute. Peace. Ja, so, peace.